Verdaut haben wir immer noch nicht, obwohl 2 Wochen vergangen sind. Wir sind immer noch stehen unter dem Schock. Und das ist mein 5. Mal, komme ich nach Hanau. Ich habe die Familienangehörige besucht, mit denen stundenlang saß ich. Ich habe Politiker begleitet. Also ich habe nicht Eltern und Familienangehörige von allen Opfern besucht. Ich konnte einige, 3 Familienangehörige von Opfern, die kurdischstämmig waren, habe ich besucht. Die Mutter von Ferhat sagte, ja, warum ausgerechnet mein Sohn, der mit 23 Jahren gerade seine Ausbildung absolviert hat, und warum ausgerechnet er? Und Vater von Gökhan, der selbst an Krebs erkrankt ist, ich saß stundenlang mit ihm und sagte, mein Sohn wollte eigentlich heiraten, er war verlobt. Und in diesem kranken Zustand, was mache ich jetzt allein? Er brachte mich ständig zu meinem Arzt zur Behandlung. Warum ausgerechnet Gökhan? Diese Fragen kann man nicht beantworten. Diese jungen Leute waren am falschen Zeitpunkt, vielleicht am falschen Ort, aber das hätten auch anderen jungen Menschen, anders aussehende kurdische Abstammung, deutsche, türkische Abstammung treffen können. Also die Muttersprache ist eine besondere. Das macht deutlich an solchen Tagen, wenn die Menschen trauern. Die können am besten in ihrer Muttersprache trauern. Klagelieder oder bestimmte Ausdrücke, die in einer anderen Sprache gar nicht wiedergeben können. Es ist auch sehr schwer zu übersetzen. Als ich zum Beispiel Politikerinnen und Politiker begleitet habe, bei der Mutter vom Ferhat, die da einiges in Kurdisch gesagt hatte, das ist einmalig, das ist was Besonderes. Das ist die Muttersprache. Die Familie Ön war ein Teil der Familie, die sind geflüchtet. Der Großvater ist als Arbeitsmigrant nach Deutschland gekommen. Andere Teile der Familie, die sind vor der Repressalien in der Türkei geflüchtet. Und die Mutter sagte, mein Sohn ist tot, ich bin deutscher, kurdischer Abstammung, aber anderen versuchen, meinen Sohn für sich zu vereinnehmen, dass er Muslim ist, dass er Türke ist. Also ausgerechnet ein Land, ein Staat wie die Türkei, die versucht hat in letzter Zeit, oder die Islamverbände, die behaupteten, diese jungen Leute seien gestorben, weil die Muslims waren. Die hätten auch christlich in Aramäer sein können. Und das ist ein Stück Doppelmoral. Da haben die Eltern, Angehörigen der Opfer überhaupt kein Verständnis dafür. Das ist Erniedrigung. Das ist Erniedrigung. Danach habe ich auch gefragt, zum Beispiel, weshalb man das überhaupt zugelassen hat. Sagte man mir, eine Familienangehörige, ja, die Toten mussten ja in der Türkei beerdigt werden. Wenn wir Nein gesagt hätten, hätten sie überhaupt keine Einreisegenehmigung bekommen. Eindeutig Erniedrigung. Ja, das hat leider eine Vorgeschichte, eine gewisse Beigeschmack. Wir müssten dafür kämpfen, dass wir diese Einladung bekommen haben. Nachdem bekannt wurde, dass diese Trauerfeier hier in Hanau stattfindet, haben wir uns sowohl bei der Stadt Hanau, aber auch bei der Staatskanzlei gemeldet und gebeten, das zu bestätigen. Nach hin und her, Hanau sagte, Wiesbaden sei zuständig. Staatskanzlei sagte, es gebe keine Plätze. Das war die Information am Montag. Dann haben wir Ministerpräsidenten angeschrieben, stellvertretende Ministerpräsidenten, Herrn Al-Wazir. Politiker wurden eingeschaltet. Immer noch haben wir keine Bestätigung bekommen. Und gestern Nachmittags haben wir, nachdem wir die Pressemeldung rausgebracht haben und Journalisten über Twitter die Meldung verbreitet hatten, bekam ich einen Anruf aus der Staatskanzlei, dass die kurdische Gemeinde wohl eine Einladung bekäme, und die haben wir heute vormittags erhalten. Also ein gewisser Beigeschmack, das ist auch ein Stück Skandal, dass die kurdische Community dafür kämpfen muss, um überhaupt zu einer Trauerfeier eingeladen zu werden. Diese Verbände, Organisationen pro-Türkei, Islamverbände, versuchen, wie gesagt, die Morde hier in Hanau für sich zu instrumentalisieren. Das hat der türkische Staatspräsident gemacht. Unsere Bundeskanzlerin hat leider dazu auch einen Beitrag geleistet, obwohl wir, sowohl der OB von Hanau, aber auch Politiker sagen, dass die jungen Leute von uns waren, dass die hierher gehören, also Deutsche waren.
hat unsere Bundeskanzlerin dem türkischen Diktator nach den Morden quasi ihr Beileid ausgesprochen. Dann frage ich, wenn die Deutsche waren, warum ruft man einen Staatsgast oder Staatspräsidenten an und spricht man Beileid aus? Zurück zu den Verbänden. Diese spielen auch eine Rolle. Das haben sie auf dem Marktplatz Tag nach den Morden auch versucht, gemeinsam auf die Bühne zu gehen. Sogar türkische Botschafter standen hinter der Bühne und heute Abend werden sie genauso versuchen, die werden auch hier sein. Aber es ist gut, dass die Vertreterinnen und Vertreter von Sinti und Roma, dass die Vertreterinnen und Vertreter der kurdischen Gemeinde und alle anderen auch hier sind.